Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mount & Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Ja, Freunde, wir stehen hier irgendwo im Nirvana, mitten im ehemaligen Saranitischen Sultanat. Ja, ihr habt schon gehört, altehemalig. Denn tatsächlich, beim letzten Mal haben wir es geschafft, die Saraniten vom Erdboden zu vertilgen, hier die Fraktion zu eliminieren, auszuschalten. Dementsprechend wird jetzt also auch der Sultan über das Saranitische Sultanat, wenn wir jetzt mal vielleicht Burg Bardak nochmal ausklammern geht. Und ja, haben jetzt also tatsächlich damit die 1, 2, 3, die vierte Fraktion tatsächlich, yep, genau, die vierte Fraktion ausgeschaltet, also nach den Nords, nach den Swadian, nach den Rodokern, jetzt also auch die Saraniden, die es erwischt hat, bleiben jetzt also nur zwei bestehen, die Vegir-Jungs und die Kergis, die sich jetzt wiederum tatsächlich ja auch dem Kriege angeschlossen haben gegen uns, letzter Verzweiflungsakt hier, also um uns tatsächlich nochmal einmal in die Schranken zu weisen, um ihre Lebenszeit noch ein bisschen zu verlängern, um das Unausweichliche weiter hinaus zu zögern, ja, haben sie sich nochmal gegen uns in den Kampf geschmissen, bislang kam es, glaube ich, noch zu keinen großen Kampfhandlungen. Jedoch, was tatsächlich Fakt ist, ist, dass die Vegir-Truppen jetzt hier vor Burg Dramuk stehen, wir keine Chance haben, dran zu kommen, weil unsere gesamten Truppen hier noch bei ihr gebündelt sind. Wir jetzt versuchen müssen, innerhalb einer Rekrutierungsrunde ja neue Kräfte zu erlangen, um damit ja die Kräfte hier aus bei ihr zu befreien, um dann tatsächlich also wieder Schlagkraft zur Verfügung zu haben, um dann ja unseren Feldzug weiterzuführen. Nächster Plan wäre dann tatsächlich also die Vegirs auseinanderzutreiben, diese Fraktion auszuschalten, zu eliminieren, wie wir es auch mit den davorherigen getan haben. Gut, und dafür müssen wir jetzt also tatsächlich, also wie gesagt, die Rekrutierungsrunde beginnen oder weitermachen, wie auch immer, und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir mal instant rein. To pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Ja, und damit haben wir es also tatsächlich nicht geschafft, aber das hatte ich auch schon, wie gesagt, schwer einbrechend gehabt. Also jetzt Dramuk tatsächlich von den Vegirs erobert. Sie konnten tatsächlich also eine Burg jetzt zurückgewinnen in diesem Kriege. Ja, die Vegirs sind einfach noch ein bisschen zu schlagkräftig, um die irgendwie mal nur so nebenbei zu besiegen. Das dann wieder zu erobern, wird tatsächlich also eine oberste Prämisse sein, sobald wir unseren Feld zusammen haben. Ich, derweil, ihr seht es ja schon, bin so ein bisschen dabei, unseren Trupp nicht nur so normal aufzustocken, wie ihr es kennt. Nein, ich mache das tatsächlich gerade so ein bisschen damit, dass ich einfach Gefangene befreie, weil das doch der einfache Weg ist, um hier tatsächlich noch in der Region einigermaßen zu verweilen und doch gleichzeitig neue Truppen zu bekommen. Also wir entfernen uns momentan noch nicht ganz so sehr vom wichtigen ja, Geschehen außerhalb der Reichweiten hier im saranitischen Gebiet. Gut, nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen. Wir sind erst bei 94, da haben wir noch ein Stückchen vor uns. Ich glaube auch nicht, dass wir ohne eine Runde durch Swadin damit durchkommen werden. Aber naja, machen wir es mal weiter. Thank you.
Ja, und der Eroberungshunger der Vegiers, er ist kaum zu stillen. Mann, 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 jetzt wollen die aber echt neben Köpfen machen. Burgrindia wollen sie jetzt auch noch erobern und da werden wir gleich eingreifen müssen. Denn Burgrindia ist was, was ich absolut nicht verlieren möchte. Die Burg ist so ekelig, so schwierig wieder einzunehmen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, wir reiten jetzt über Chide, Brooklyn, dann runter in den Süden nach Rindia. So machen wir das jetzt. Das heißt, da nehme ich euch jetzt eben für mit. Derweil packen wir noch ein paar Leute ein auf dem Weg dahin. Gut, ich glaube, jetzt brauchen wir auch keinen mehr einpacken. Wir sind, glaube ich, schon, ja, nah vollzählig. Nehmen wir mal Burglinda mit. Haben jetzt nochmal Rolf, der eine Stufe aufsteigt. Ja, ihr merkt jetzt, ja, werden die Kampfhandlungen tatsächlich gerade ein bisschen schneller. 16 zu 15 Verhältnis. So, mal so ungefähr. Passt schon. Und dann wäre es tatsächlich gleich mit dem, was wir hier rumflattern haben, was ja jetzt nun keine Dolleneinheiten sind, das irgendwie gleich regeln müssen. Ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Also wirklich hübsch wird es, glaube ich, nicht werden. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Gib mal kurz deine Fähigkeitenübersicht, Kollege. Du brauchtest noch. Weiß ich gar nicht, was haben wir bei dir denn gemacht? Ich glaube, wir waren bei dir bei Stärke. Ne, Reiten war ja dein Problem gewesen. Ich entsinne mich, genau. Wir mussten ja dich noch auf Reiten fertig kriegen. Ja, dann geben wir hier noch einen auf Schild. So. Ja, komm, setz noch hier was auf die eine Waffe. Passt schon so. Gut, dann jetzt also bitte, wenn es geht, jetzt dann in Sprintgeschwindigkeit gleich nach Rindia. So, letzten zwei noch eingepackt. Und jetzt also wirklich so schnell es geht da irgendwie hin, um das Ding zu verteidigen. Bitte lasst das noch irgendwie klappen. Ich möchte jetzt nicht noch Rindia auch noch verlieren. Das geht nicht. Das kann ich nicht erlauben. Und Amarath wird auch belagert gleichzeitig. Mist! Ah, ja, die Truppen, sie sind jetzt tatsächlich überall verteilt. Ah. Ja, Freunde, wir sitzen wirklich gerade echt in der Klemme. Also Amarath wird belagert hier unten. Hoppla, kriege ich noch das Spiel wieder? Dankeschön. Hoppla, da hatten wir jetzt gerade wirklich ein Leck gehabt. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht allzu sehr aus. Ja, haben jetzt also tatsächlich, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Nee, scheint alles noch zu passen. Haben einen kurzen Einbruch gehabt. Genau, also hier Amarath, die wird jetzt hier belagert. Die Khergit, sie wollen zuschlagen. Jetzt also die Gunst der Stunde nutzen, wo wir gerade so ein bisschen am Wanken sind. Jetzt, wo wir Dramuk verloren haben, wollen sie jetzt also auch Mitch hier noch ein Wörtchen mitreden. Nee, aber Rindia, das lasse ich euch nicht durchgehen, Freunde. Das werden wir uns holen gehen. So, kriegen nochmal einmal ein bisschen EP mit dazu geschmissen, dass wir auch ja unsere Truppen hier vernünftig aufgerüstet bekommen. So, aber auch schön flicken die ganze Kram hier mit Infanteristen und hast du nicht gesehen, dass es auf jeden Fall jetzt hier alles gleich solide vonstatten gehen kann. Oder zumindest hoffe ich das. Gut, Truma ist auch noch durchschnittlich, die können sowieso mal eine Schlacht gebrauchen. So, dann gucken wir mal. Ja, hier haben wir also den Feldzug. Ach, bestehend aus nur kleinen Fürsten. Ja, wie sollen wir denn davon was gefangen nehmen? Ja, seht ihr, wir können sie nur auseinanderstöbern lassen. Aber für mehr reicht es dann im Endeffekt nicht. Gut, das heißt, wir gehen mal Rindia hin. Und werden jetzt mal gucken, dass jetzt auch ja keiner wieder anfängt, irgendwelchen Mist zu basteln. Ah, die sind jetzt tatsächlich, die leben jetzt von ihrer Geschwindigkeit. Hier, den 86er, das ist vielleicht ein Kernpunkt, wo man ansetzen kann. Dass man den sich vielleicht schnappt. So, ja, ne, auch der ist, glaube ich, schneller als wir. So, können wir ganz kurz hier Truppen nochmal aufsteigen lassen. Aber ich glaube, das wird es auch jetzt nicht beschleunigen gerade. So. Ne, ich glaube, wir sind gerade einfach zu langsam, um da irgendwas auszurichten. Ne, die können jetzt machen, was sie wollen. Gut, aber immerhin wird Rindia ja nicht mehr belagert. Das heißt, da können sie gleich mal neu ansetzen gehen. So, wir müssen jetzt runter nach Bayir, sonst wird das nichts. Wir müssen die Truppen tauschen. Brauchen endlich wieder freie Truppenteile. Wobei, wir können erstmal einen Shava gleich halten. Da sind sowieso noch ein paar Jungs dabei, die ich noch ganz gerne befreit hätte. So, Wochenabrechnung haben wir jetzt ja auch noch. 40.000 gibt es noch oben drauf. Ja, schön und gut. Pipapolala. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben Wichtigeres zu tun. Oh Mann, ey, ob das alles noch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin jetzt hier wirklich ein bisschen desillusioniert, muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Und erstmal müssen wir vor allem die Truppenanzahl jetzt wieder verringern hier so ein bisschen. So, verteilen wir das Ganze hier nochmal auf die jeweiligen Posten drauf. So, Sergeant, Glückwunsch, dass wir das alles jetzt hier haben. Wenn es wahrscheinlich sowieso die Truppen wegen mangelnder Moral so ein bisschen verlassen gehen. Jep, Dankeschön. So. Ja, Amarath hat sie auch verloren. Oh,
Freunde, Freunde, Freunde. Wie wollen wir das denn jetzt nur gerettet kriegen? Eieieiei. Ja, uns fehlen gerade einfach die Truppen. Wir sind gerade einfach halt viel zu verstreut. Also, unsere Hauptstreitkraft steht halt hier unten. Ich benötigte sie eigentlich ungefähr hier bei Rindia, bräuchte ich sie gerade. Das ist wirklich gerade echt mies. So, wir werden jetzt erstmal die Truppenteile tauschen gehen. So, nein, nicht den Hoffürsten Durchgang. Hast nicht gesehen machen. Nee. Für so eine Runde haben wir tatsächlich gerade keine Zeit. So 11 Ritter, das heißt, das kann ich mal ganz kurz austauschen gehen. Gegen, keine Ahnung. Ja. 7, 8, 9, 10, 11. Dankeschön. So, die Ritter hätte ich ganz gerne wieder. So, damit ist also die Burg besetzt. Wir konnten ein paar Ritter uns wieder wenigstens holen. Und jetzt geht es tatsächlich nach Bahir, um dann tatsächlich dort den Rest umzuwandeln. Und dann werden wir gucken, dass wir Amarat zumindest wieder kriegen. Ey, das ist ja wirklich nicht zu fassen. Gut, dann würde ich sagen, ja, tauschen wir mal ganz kurz die Truppen dort durch. So, die Truppenteile sind ausgetauscht. Unsere Truppenmoral ist niedrig as fuck. Haben wir jetzt nochmal 3 Ritter verloren. Die kann ich nochmal ganz kurz eben eintauschen gehen. Ich meine, ich könnte hier noch was mitnehmen. Obwohl, nee, wir waren genau bei 150. Nee, da geht nichts mehr. Gut, also tatsächlich, damit sind wir durch. Haben jetzt also 174 Leute noch, mit denen wir jetzt uns hier rumschlagen. Ja, Truppenmoral, wie gesagt, ist bescheiden schlecht. Gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier vielleicht noch was machen. Hier gehen wir auf Charisma nochmal und können wir noch hier auf einen auf Anführerschaft gehen. Das hilft vielleicht auch noch ein bisschen was. So, hier gehen wir auf Stangenwaffen. Ja, und das musst du jetzt halt erstmal wieder ausgebügelt bekommen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber Amarat und versuchen, das Ding zu befreien, wa? Das macht eigentlich am meisten Sinn. Gut, dann also jetzt rüber, Jungs und Mädels da draußen. Wir müssen jetzt hier hin. Mal ganz kurz gucken. Na, 37, das ist ja per Handstreich genommen. So, aber muss trotzdem halt gemacht werden, ne? Also erledigt sich halt nicht von selbst. Aber immerhin, das beruhigt mich schon mal. Das Ding sollten wir. Oh, Nebel, ich hasse es. Aber relativ schnell wieder haben. So. Gut, 37 Kräfte. Sollte ich mir eigentlich schon eher wieder Gedanken machen, wie ich so schnell wie möglich wieder an Nachschub komme. Denn das ist jetzt schon wieder eher das Problem, weil gewonnen haben wir jetzt halt legitim wirklich nichts. Wir kriegen halt jetzt gleich unsere Stadt wieder zurück. Haben also damit sozusagen den Vorsprung, sag ich fast, den Fortschritt revidieren wir so ein bisschen wieder, dass die jetzt sie rausgeholt haben. Die Kergits, aber das ist ja, ja geil. Ich hasse diese Speere. Das ist tatsächlich eher, naja, sowieso nicht so vieles gewesen. Aber trotzdem, das löst halt nicht das Problem, was wir vor allem mit den Vegirs haben, dass die da noch munter weitermachen können. Und wie gesagt, unsere Truppen einfach hier aus dem Süden gerade nicht so richtig rauskriegen. Weil jetzt müssen gleich die Ritter eh wieder abstellen und habt ihr nicht gesehen, ne? Und wisst Bescheid. Ja, das ist alles eher so kontraproduktiv. So, kriegen die es hin? Ich hoffe es ja mal. Ja, backt euch da jetzt nicht fest. Wir haben Wichtiges zu tun. So, habt ihr es? Okay, scheint zu passen. Das heißt, da unten ist noch einer. Jep. Okay. Gut, damit also ist tatsächlich Amaras im, ja, tiefsten morgendlichen Nebel genommen. Soll mir aber egal sein. Hauptsache, es ist eingenommen wieder. Ja, der Rest kann mir eigentlich auch gestohlen bleiben. So, verlangt natürlich das ganze Ding wieder von selbst. Ne? Guckt mal ganz kurz, aber das habe ich auch nicht gedacht, dass sie so schnell wen hier gelassen hätten. So, Truppenmaß unterdurchschnittlich, aber immerhin vorhanden. So, packen wir mal 2 Brote ein. Ja, auch die Nahrungssituation ist eher bescheiden. Muss ich auch eingestehen. Das habe ich jetzt letzten Zeit ein bisschen verpennt, da nochmal für vernünftigen Nachschub zu sorgen. Gut, dann gehen wir es immer zur Schenke. Ah, ne, wir gehen erstmal in die Garnison und packen die 150, wobei 150 müssten es nicht mal sein. Packen jetzt mal ganz kurz hier 8 um, 9 um, was soll's. Ich will jetzt erstmal wissen, was ich hier noch an Raubrittern hier, genau, Söldner noch bekomme. Genau, so. Gut, dann würde ich sagen, packe ich jetzt mal ganz kurz hier eben um.
So, und damit steht Amarat schon mal wieder. So, mit wie vielen Truppen reiten wir jetzt noch selber rum? 31. Ja, sind ungefähr, wie gesagt, fast in derselben Situation wie zu Anfang der Folge, nur jetzt in einer anderen Stadt, die immerhin ein bisschen weiter nördlich gelegen ist. Ja, nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Tatsache, dass der Nachschub, also, ja, unsere Truppenteile nicht mehr so gut in Stand sind, unser Nachschub echt schwer ist. Boah, also, unser Kriegsstand, das ist wirklich gerade ein schwieriges Pflästerchen hier. Also muss man schon sagen, das hatte ich mir ein bisschen einfach vorgestellt. Gut, wir legen los mit der Rekrutierungsrunde, Halmer und dann hier oben rein in den Norden. Ihr wisst Bescheid, auf geht's. Ja, Freunde, wir kommen da aus dem Süden einfach nicht raus. Jetzt wird Burg Schawa also belagert. Ja, hatte ich schon mit gerechnet gehabt. Das ist tatsächlich so ein bisschen diese Grenzverbindung gewesen. Ja, muss man gucken, ne? Wie man das jetzt macht. Also, ich bräuchte eigentlich mit einer der beiden Nationen Frieden, damit ich mich wenigstens auf die andere werfen kann. Aber ich denke nicht, dass der eine jetzt gewillt ist, jetzt in unserer Schwächephase, jetzt wo sie so ein bisschen was erobern können, mal die Chance haben, was zu reißen, dass die da jetzt irgendeinem Frieden zustimmen würden. Deswegen, also, ich muss das noch ein bisschen, zumindest mit den Vigiers in Länge ziehen. Ich muss den Burg Dramuk wohl gönnen, das wird nichts helfen. Und das mit den, ja, Kerr geht's irgendwie auf Stand halten, so ungefähr wird das dann aussehen müssen. Um dann zu beten, dass das irgendwie noch ausreicht, weil auch unsere Truppen natürlich immer weniger werden, was sie so zur Verfügung haben, dass das irgendwie klar geht. Ja, und dass wir dann uns da irgendwie gegenwerfen können, so, aber das ist echt, also die Situation ist unfassbar verkorkst für uns, das muss ich einfach so sagen. Und da führt auch leider kein Weg dran vorbei, auch wenn ich das lieber anders gehandhabt hätte. Aber naja, ist halt so. Gut, jetzt dann also. Ach Gott, wird auch noch Dirim-Plage. Ja, jetzt ist aber Abriss, Jungs. Dirim, ne, jetzt ist aber vorbei, Kinders. Also, mir ist ja vieles recht, ne, und habt ihr nicht gesehen, und ich gebe ja vieles weg, aber unsere Hauptstadt, da hört der Spaß dann endgültig auf. Ne, also, egal was für einer Verfassung unsere Truppen sich befinden, ne, das ist mir total Wumpe, aber unsere Hauptstadt, da lasst ihr gefälligst die Pfoten von. Das ist hier aber jetzt wirklich nicht die feine englische Art. So, ihr kleinen dämlichen Hunde. So. Gut, ja, ergibt euch oder sterbt. 107 gegen 375. In einem Wetterzustand, den ich hätte vielleicht besser meiden sollen. Das ist ja Hand vor Augen nicht. Gut, unsere Quote muss tatsächlich relativ gut sein, damit wir es hier hinkriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einigermaßen klar geht. 1 zu 3 müsste eigentlich noch machbar sein. Da haben wir schon Schlimmeres überstanden. Aber wir müssen endlich mal hier ein bisschen Druck wegnehmen von den Fronten. Ja, danke schön, du dem Herr Landsknechts Kavallerist. Da hast du jetzt mir auch mega Gefallen mitgetan, indem du mich da aufhältst. Oh Mann, ey, ich merke gerade, also momentan sind wir gerade in so einer Phase Let's Plays, das hatten wir schon ewig nicht mehr gehabt, aber wir haben gerade so eine Phase, da läuft es nicht so rund. Also klar, wir gewinnen die Schlachten so immer, einzelne Schlachten, kein Problem. Aber so der gesamte Krieg an sich und für sich ist tatsächlich momentan echt, läuft hundsmiserabel aus unserer Sicht. Muss man ja so ganz klar sagen. Also, das ist tatsächlich bei weitem nicht so, wie es geplant hatte. Auch wenn wir es eine Nation jetzt letztens vom Erdboden halt eliminiert haben, vertilgt haben, wie auch immer wollt, ist das halt wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe unter einem soliden Feldzug. Und da sind wir halt wirklich momentan meilenweit von entfernt. Momentan ist es so, so müssen wir es tatsächlich sehen. So hart muss ich damit ins Gericht gehen. Ein reiner Verteidigungskrieg.
Also wir müssen uns darauf beschränken, einfach irgendwie das zu retten, was gerade geht. Weil wir einfach gerade, ja, unsere Truppen einfach zwischen dem gesamten Kaiserreich hier verstreut sind. Wir keine klare Frontlinie haben, sondern mehr so 5 Fronten auf einmal. Und ja, dass das alles einfach ja total ungeplant ist, nicht gewollt ist, sondern tatsächlich diese beiden Fraktionen eben uns den Krieg erklärt haben und wir keinen von denen. Das ist wirklich momentan echt, ja, alles andere als gut. Muss man einfach so klar sagen. So, kümmern wir uns erstmal wieder hier gedanklich um die Schlacht. Verlustzahlen, na, sind vorhanden. Wie gesagt, 1-3 ist erlaubt. Wenn wir das halten können, alles Paletti. Und das sieht momentan einigermaßen 1-3 aus. Jetzt rammen wir auch wieder ein bisschen besser. Aber wir tun uns hier wirklich enorm schwer. So. Lass uns mal wieder hier umgucken. Da kommen immer wieder so ein paar Reiter dazu, ne? Machen das Leben auch nicht leichter. Alles klar, Apropos Reiter. So. Gut, dann jetzt ihr Bodentruppen. So, aber jetzt haben wir zumindest hier die Oberhand über die Schlacht gewonnen. Das freut mich schon mal. Da kriegen wir wenigstens jetzt gleich den Druck ein bisschen weg von Vegir, indem wir jetzt deren Feldzug hier beseitigen. Dann soll zumindest von Vegir aus jetzt zumindest die nächsten, na, lass es mal 1-2 Wochen sein, nichts mehr kommen. Und da wäre ich schon zufrieden, das verschafft uns vielleicht die Zeit im Süden dann, ja, die Oberhand zu gewinnen, vernünftig zu agieren, um dann irgendwie, ja, vielleicht in Friedensgespräche vorzurücken oder so. Gut, okay, so, jetzt muss ich mal ganz kurz auf dem Radar umsehen. Hinter uns, da ist noch einer. So, ich glaube, mehr können wir das gerade hier nicht ausrichten. Ne, der letzte flieht da hinten. Gut, das passt. Puh, so, zumindest die Schlacht gewonnen. Ja, eine weitere folgt noch. 1-2 Verhältnis brauchen wir. Vielleicht sogar folgt noch eine zweite. Das kann auch durchaus noch sein. Aber dass wir zumindest jetzt hier mal so ein bisschen durchkämpfen. Immer mal den Feind so richtig zu fassen bekommen und nicht immer nur ins Leere laufen. Das ist sonst wirklich echt übel für uns. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt mal wieder hier die berittene Fraktion mal eben ausschalten. So. 3 auf einen Streich. Sehr gut. Also schon mehr als ich erwartet hatte tatsächlich von unserem ersten Ansturm. So, und dann wollen wir mal gucken. Alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt ein Lanz, der uns getroffen hätte. Nee, war tatsächlich eine Lanze von unseren Jungs. So. Zack. Zack. So, und dann gucken wir es nochmal. Wo sind jetzt die neuen Feinde eingetroffen? 180 Grad hinter uns. Ja, alles klar. Oh, aufpassen, alte Lanzen. Die sind immer gefährlich. Boah, da kommt schon wieder einer. Boah, und noch einer. Die Genossen, da muss man echt aufpassen. Wenn die einen erwischen, dann kann auch ganz schnell Feierabend sein. So, da haben wir unten jetzt noch einen Sergeant, relativ gefährlich. Schnell ausgeräumt. So. Aber die Quote 1-2, ja, das ist auf jeden Fall kein Problem. Also rein schlachtmäßig bleibt es weiter dahin. Wir sind tatsächlich noch kräftiger als die anderen Truppen. Auch wenn zwischendurch mal nicht so aussieht. So, die Schlachten, das gewinnen wir schon noch alles. So, ein bisschen Verluste haben wir jetzt aber gerade. Die Kavallerie geht uns ein bisschen flöten. Hier hat schon wieder einer unserer Jungs. Direkt vor unserer Schnauze. So. Also ich glaube, unsere Verstärkungstruppen, sag ich schon fast, unsere Truppen, die treiben sich jetzt gerade irgendwo rum, nur nicht hier, wo die Feinde sind, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Die halten sich gerade irgendwo unnötig auf. So. Gut. Ja, jetzt scheinen wir wieder die Oberhand gewonnen zu haben. Ja, die letzten einzelnen Teile, die noch verstreut sind, die letzten 10.
Das sollten wir aber schaffen hier noch. Soweit. Puh, und dann kriegen wir zumindest, wie gesagt, jetzt unsere Hauptstadt wenigstens wieder weg. Aus dem Schuss, aus der Schusslinie. Mal ein bisschen Frust abbauen. Hier muss ich mal anfärden, sonst hilft das ja nichts. Gut, okay. Dann würde ich sagen, haben wir das hier auch schon mal hinter uns gebracht. Ne, 70 Truppen sind immer noch. Mein Gott, ey. Ja, wir selber mussten jetzt auch bluten. Also ich glaube schon so 10 Tote haben wir jetzt. 10, 15 Tote dürften es jetzt schon gewesen sein. Jetzt nehmen wir mal die letzten 70 meinetwegen raus. Und dann haben wir es jetzt auch hoffentlich gleich. So, reiten stabil auf die Jungs zu. Ein paar Reiter haben sie auch noch. Da muss man zuerst ansetzen wieder. So, direkt erwischt. Die gute Dame. So, und dann... jetzt hier bloß mitwischen. Und zusehen, dass wir es relativ schnell über die Bühne kriegen. So, dich habe ich auch noch. Und dann kann man schon direkt wieder auf die Karte gucken gehen. Ja. Eigentlich müsste hier noch ein bisschen was rumlungern, genau. Ja, vor allem Reiter haben wir hier noch, die gebunden werden gerade. So. Gut, da haben wir da unten noch wen. Toll, nicht erwischt. Einfach nur platt getrampelt. So, und dann müsste man damit jetzt auch leben können. Genau, letzten drei. Das kriegen die auch nochmal eben so hin. Ja, und dann wird es tatsächlich interessant, Freunde. Ja, wie viele Truppen wir jetzt hier brauchen, wie wir aufrüsten müssen, wie schnell wir nach unten kommen. Das ist einiges an Arbeit, was wir jetzt da vor uns haben. Muss man auf jeden Fall sagen. So, was ist denn jetzt hier? Da vorne flüchtet einer und den kriegt ihr jetzt nicht mehr. Oder was ist das Problem? Ja, da ist er. Oh nee, das ist sie. Ha, kenne ich doch noch. War die, die ich vorhin platt getrampelt habe. Die Lagerzielliste. So, gut. Okay, geschafft. Endlich. So, ja. Einen Gefangenen genommen. Sehr schön. Zwei Gefangene. Immerhin kann man schon mal ein bisschen da auch wieder von reden, dass man dort sich was weggeholt hat. So, dann 1, 2, 3. So, und direkt auch hier alles, was man hier irgendwie verwenden kann, wird mitgenommen. Wofür wir Verwendung haben könnten. Sehr gut. Und jetzt hier, was die Gefangenen angeht, denke ich, kommt sowieso alles rüber. Das klappt schon. So. Steht ja direkt neben der Hauptstadt, von daher kein Problem. Boah, übel riechend, kann man mittlerweile aussortieren gehen. Und den tauscht man vielleicht ein. So. Gut. Dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. So, passt. Gut, und dann haben wir zumindest hier mal ein bisschen Luft gewonnen. So, dann jetzt in die Garnison. Zack, zack. Und jetzt die ganzen Gefangenen rüber noch. So, und jetzt unser eigenen Truppenteil nochmal aufrüsten. Ah, das sieht doch jetzt einigermaßen solide aus. So, hier haben wir jetzt dann, ja, Mathe Malte, 18, ne, 18, 19 Verhältnis, kann das sein? Ich mach's jetzt einfach mal so, ungefähr, passt schon. Gut, und die Truppenmoral wieder ausgezeichnet, da habe ich jetzt aber auch nichts anderes erwartet, aber immerhin, jetzt haben wir also auch dort wieder, ja, also wir besitzen momentan drei Emirs, die helfen uns jetzt aber nicht weiter, weil die, ja, wozu, sind halt vernichtet worden, die Fraktion, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt halt, ja, vier der Vegiergrafen schon mal genommen, das dürfte zumindest ein bisschen Kampfkraft sein, die sie jetzt über nicht mehr verfügen, das heißt, das haben wir schon mal gelöst. Gut, dann als nächstes müssten wir dann, ich gucke uns mal ganz kurz drauf, was haben wir gerade? Ja, uhrzeitmäßig sind wir auf jeden Fall drüber, das passt. Ja, müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal jetzt zusehen, dass wir dann die Rekrutierungsrunde wieder fortsetzen, dass wir dann unsere Truppen runterbringen nach Amarat, dass wir dort die Truppen durchtauschen, dann gucken wir, ob wir Burg Shava retten gehen können, aber ich denke darauf, ja, das wird nichts, das können wir knicken.
Da können wir uns eigentlich besser unsere Truppen hier hochholen, dann tatsächlich, ja, scheiß mal auf Kehr geht, sollen die mal ein bisschen Vorsprung kriegen, und dann werfen wir halt alles gegen Vegir. Dann können die meinetwegen Burg Shava kriegen und ich befürchte halt auch noch eine Stadt, wenn sie wollen, bei Yir oder so, werden sie sich wahrscheinlich noch einverleiben. Aber dann haben wir da wenigstens, ja, dann haben wir wenigstens eine Fraktion, die wir dann jetzt tatsächlich vernünftig noch ausbilden können, zumindest solange wir noch Truppen haben. Auch das ist tatsächlich noch so eine Sache. Uns geht ja so langsam tatsächlich auch dort, ja, unsere Kräfte, die schwinden, die gehen uns langsam aus. Das heißt, da müssen wir auch noch hinterher, aber das und mehr seht ihr beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, haut rein und ciao.